Moin moin, ich bin der Lux, bin gequittet von Griefer Games. Hi Lux, gefühlt warst du einst von heute auf morgen da und hast dir über YouTube durch exzessives Kistenopening und diverse hohe Donations in Streams von Kollegen sehr schnell einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Ist dein Ausstieg jetzt eher eine Art Marketing-Gag und werden wir dich schon bald wieder auf GG sehen? Oder meinst du das ernst? Teils, teils. Also irgendwann werde ich wahrscheinlich wiederkommen, aber erstmal brauche ich eine Auszeit. Okay, das heißt, dein Quitten ist eher eine Art Pause. Ja, wenn man es so nehmen will. Aber ich komme wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr wieder. Okay. Für die einen bist du Hashtag Ehrenlux, der Gönner. Und andere wiederum sagen, Lux ist ein arroganter Arsch. Wie siehst du dich selbst in Bezug auf deine aktive Zeit bei Griefer Games? Uff, das ist eine schwere Frage. Einerseits sehe ich mich als Lux, weil ich neuen Spielern sehr viel helfe. Andererseits sehe ich mich als Ehrenlux, weil Beispiel, wenn du bei mir Beacons kaufst, ich bin immer billiger. Also ich schlag nicht auf Geld raus. Und andererseits, ja, es gibt Spieler, die behaupten, ich wäre arrogant, aber ich weiß nicht warum. Okay, also du siehst dich aus einer Mischung aus Ehrenlux und dem Anfängern helfenden lieben Lux. Genau. Ryloxy würde gern wissen, wie lange hast du eigentlich auf Griefer Games gespielt, alles in allem? Ich müsste lügen. Knapp ein Jahr. Was waren für dich in diesem Jahr die Highlights? Die 1000 Abonnenten geknackt. Bornplot. Eine riesen Community aufgebaut. Viele neue YouTuber kennengelernt. Unter anderem auch dich. Ja, und halt Freunde kennengelernt. Wie viel echtes Geld hast du eigentlich inklusive Rängen, Booster, Kisten und so weiter in Griefer Games investiert? Und losgelöst davon, hat sich der Invest für dich gelohnt? Keine Ahnung, kann ich nicht beantworten. Dass du in-game recht vermögend warst oder immer noch bist, ist hinreichend bekannt. Aber was war das Maximum, das du jemals an In-game-Money hattest? Okay, Kontostand waren knapp 20,5 und Itemwert, muss ich kurz schätzen. Also da wäre ich schon, alleine mit diesem Plot hier, wäre ich knapp an die 60 gekommen. Also Items und Bargeld an die 60 oder rein Item die 60? 60. Beides. Herr Balin würde sehr gern wissen, was ist beziehungsweise was passiert eigentlich noch mit deinen Plots, Items und deinem Geld, wenn du jetzt aussteigst? Mit den Plots wird nichts passieren. Ich werde ungefähr alle 2 Wochen einmal kurz online kommen, dass der Server denkt, ich wäre noch online. Dass die Plots nicht verschwinden. Mit Items, wie zum Beispiel jetzt Kabelgeneratoren, Spawner, die werden teils an PHP gehen, werde ich noch besprechen, aber auch teils an neue Spieler und mit dem Geld, keine Ahnung. Was hat dich eigentlich zu der Entscheidung bewegt, GG zu verlassen, auch wenn es nur temporär sein sollte? Viele private Sachen. Okay, es hat also eigentlich gar nicht so viel mit dem Spiel an sich zu tun. Ich sag mal so, man kann 80-20 sagen. 80 okay. Privat, 20 Game. Wenn wir uns die 20 Game anschauen, was denkst du, müsste sich auf Griefer Games verändern, damit du deinen Spielspaß wieder in vollem Umfang findest? Die Leute. Mit denen man Umgang hat. Magst du das in irgendeiner Weise noch definieren ein bisschen? Scammer, okay. Das heißt, Scammer verderben dir ein wenig den Spielspaß? Ja. Respektiv die denken, ja, hey, ich mache jetzt mal MM und Griefe dann. Was ja halb YouTube Deutschland Griefer Games mitbekommen hat. Mhm. Aber auch andere Sachen wie von wegen, zu dir kommen nur die Leute, weil du billiger bist und so weiter und so fort. Okay. Oxford42 möchte gern wissen, glaubst du, dass du die Entscheidung zu quitten und zum Teil auch deine Sachen wegzugeben irgendwann bereuen wirst? Nein. Woher die Gewissheit?
Weil ich ganz genau weiß, wenn ich quitten sollte komplett, werden die Sachen in gute Hände kommen. Ich sag jetzt keinen Namen, aber es sind ein paar gute Leute. Gut, du hast ja schon angedeutet, ein paar neue Spieler, und du hast ja auch gesagt, dass ein Clan entsprechend ein bisschen was bedacht wird. Das heißt, da ist mit Sicherheit ein gewisses Vertrauensverhältnis auch zu dem Clan bereits existent. Und du wirst schon wissen, wem du was gibst. Genau. Wenn du nochmal bei Null starten könntest, dich also auch niemand kennt auf dem Server, würdest du irgendwas anders machen, und wenn ja, was? Ja, sehr, 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 sehr viel. Okay. Also wenn ich wirklich bei Null ohne Spawnplot, ohne gar nichts anfangen würde, würde ich mir City Build holen. Ich sag jetzt, was weiß ich, 22 Beispiel. Mhm. Werde mir da eine kleine Farm aufbauen, einen kleinen Shop aufbauen, um so an Geld zu kommen. Ich werde Farmaufträge machen, auch wenn es mich eigentlich langweilt, aber egal. Werde dann nur noch farmen. Und sofern ich kann, alles verkaufen, um dann nach und nach den Shop respektive die Farm zu erweitern. Einmal noch ganz kurz zurück zu einer Frage, die du nicht ganz beantworten konntest. Weißt du, wie viele Kisten du im Laufe der Zeit ungefähr geöffnet hast? Mein Standardset. 5. Hashtag 5 Kisten. Hashtag 5 Kisten? Weil ich meistens sage entweder 3 oder 5 Kisten. Okay. Und das war eigentlich eine witzige Geschichte. Ich hatte ein Kisten-Event. Ein ganz, 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 ganz kleines. Und da haben sie mich gefragt, ja, wie viele Kisten machst du und hier und da. Und da habe ich gesagt, 5 Kisten. Mhm. Am Ende waren es 5x5 Kisten. Ah, okay. Und dadurch ist halt der Hashtag 5 Kisten entstanden. Verstehe, verstehe. Möchtest du den Zuschauern sonst irgendetwas mitgeben? Aber dich den anderen noch auf den Weg geben soll. Uff. Ja, oder was du ihnen irgendwie mitteilen möchtest, oder was du dir wünschst für Griefer Games, oder was immer dir einfällt, was du an Botschaft noch loswerden möchtest. Ich weiß jetzt schon, wenn die Leute das Video sehen, dass 80% drunter kommentieren Hashtag Ehrenlux, 20% drunter kommentieren Lux, komm wieder, wir vermissen dich. Dann noch vereinzelte Spieler drunter schreiben, warum bist du gequittet? Da muss ich ja wieder darauf antworten. aber da schreibe ich dann nur, schau das Video ab, Minute so viel. Dann werden wahrscheinlich einzelne, ich nenne keine Namen, weil ich nicht weiß, wie die heißen, Spieler noch kommen, so von wegen, ja, kriege ich das und das von dir, Hashtag no Gaia, aber sind dann Gaia? Das ist schön, kriege ich das und das von dir, Hashtag no Gaia, das dann, gefällt mir gut. Dann kommt so ein, ja, ein Rouge 83, der sagt, kriege ich dein Spawnplot mit allem drum und dran. Hey, das habe ich noch nicht gefragt, aber das ist eine gute Idee. Dann kommt ein Busch, der fragt, hast du noch vielleicht $5 übrig in-game? Ich will mir einen Spawner kaufen. wen kennen wir denn noch so alles? Dann kommt Balin, ganz wichtig, Balin. Der schreibt dann Schilder auf, also der macht P-Auto, dann schreibt er nur noch Schilder dahin, so von wegen, es war einmal ein kleiner Lux. Der wollte hier, der wollte da, und am Ende ist er gequittet. Er mit seinen Gesichtern. Okay, also die $5 vom Busch weiß ich nicht so genau, aber das mit Balin ist durchaus realistisch, ja? Behaltet eure Booster, Lux kommt wieder irgendwann. Behaltet eure Booster, alles klar. Das soll eigentlich ein Spoiler sein, aber okay. Spoiler für ein Event. Oh, ein Spoiler für ein Event. Aber na, was für ein Event, sage ich noch nicht. Offenbar ein Event, bei dem man Booster braucht. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch ein Event, wo ich vielleicht auf Griefer Games von CB1 bis 22 plus Nature plus Evil einmal komplett zünde. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht. Ja, vielleicht auch Geld sammle. Vielleicht. Vielleicht. Oder auch nicht. Möglicherweise. Ja, wahrscheinlich. Könnte sein. Ja, danke nochmal dafür. Danke, dass wir deine Stimme verwenden dürfen. Und bin gespannt auf die Resonanz. Ich auch. Ich warte sehnsüchtig auf die Kommentare. Eine kleine Story über einen lieben Mensch, den ihr vielleicht unter Namen Lux kennt. Die Story beginnt das Jahr 1997. Da wurde er geboren, seine Familie, die freut sich. Er wuchs auf
und ging seinen Weg. Als kleiner Bub wusste er nicht, wo er steht. Er kam in die Schule, eine schwierige Zeit. Die anderen waren nicht für diesen Lux bereit. Streit und Mobbing gehörten leider zu. Heute ist der Wert, da war schnell Ruhe. Seine Träume so klar wie ein heller großer Stern. Bayern-Profi werden, den Verein hat er gern. Er war nicht schlecht, das kann ich euch sagen. Doch Träume ändern sich, ihr müsst ihn halt nur fragen. Das ist Lux und sein Leben. In Zeilen geschrieben, er kann viel geben. Das ist Lux in Zeilen verfasst. Wer ihn nicht kennt, der hat was verpasst. Ein lieber Mensch, den man verstehen muss. Verarscht man ihn, ist dann auch Schluss.